Liebe Angehörige der FAU, liebe Studis, meine sehr verehrten Damen und Herren, Corona hat die Welt verändert und auch unsere FAU. Zum ersten Mal in der 277-jährigen Geschichte unserer Universität fand im Sommersemester erstmals unser komplettes Lehrangebot online statt. Wie unseren Studis die Umstellung auf das E-Learning gelungen ist und welche Probleme für alle Beteiligten damit einhergehen, das hat an der FAU ein Forschungsprojekt untersucht und ich spreche jetzt über die ersten Ergebnisse mit Privatdozentin Dr. Marion Händel. Sie ist am Lehrstuhl für pädagogische Psychologie und Exzellenzforschung. Liebe Frau Händel, ich grüße Sie. Wie geht es Ihnen? Herzlichen Dank, mir geht's sehr gut. Prima. Im Frühjahr hat ja unsere Staatsregierung sehr kurzfristig entschieden oder entscheiden müssen, dass unser Vorlesungsangebot ab dem 20. April komplett in ein Online-Format überführt werden muss. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, den Einfluss dieser Digitalisierung der Lehre wissenschaftlich zu untersuchen. Wie schnell hatten Sie eigentlich Ihre Studie aufsetzen können? Wie lange hat es gedauert? Ja, wir hatten tatsächlich ein sehr kurzes Zeitfenster zur Verfügung für die Planung der Studie. Vom Tag der Studienidee bis zum Feldstart der Studie sind gerade mal 4 Wochen vergangen. Das heißt, die Studie war im Prinzip genauso ad hoc wie der Forschungsgegenstand selbst. Wir hatten es ja mit einer bislang noch nie dagewesenen Situation der Umstellung auf digitale Lehre zu tun. Diese Situation hat eine Vielzahl an Fragestellungen mit sich gebracht und in diesem sehr kurzen Zeitfenster galt es also, die entsprechenden Fragestellungen auszuwählen, das Studiendesign festzulegen. Die Studie ist ja soweit jetzt auch durchgeführt worden. Was hat Ihre Studie denn an Ergebnissen ergeben? Ja, wir haben bereits sehr viele Erkenntnisse aus der Studie gewinnen können. Wir haben bereits mehrere empirische Manuskripte dazu geschrieben, die sich aktuell im Peer-Review-Verfahren befinden. Auf der anderen Seite stecken wir aber auch noch mitten in den Datenanalysen. An der Studie haben sich über 5000 Studierende der FAU beteiligt und wir haben die Studie als Längsschnittstudie realisiert. Das heißt, wir hatten 3 Messzeitpunkte im Semesterverlauf und der letzte Messzeitpunkt liegt gerade mal wenige Monate zurück. Ein Ergebnis der Studie betrifft die Diskussion, die vor Semesterstart bezüglich des Nullsemesters geführt wurde. Wir haben die Studierenden beispielsweise gefragt, ob sie denn im Digitalsemester 2020 das Pensum, was sie sich ursprünglich für das noch als Präsenzsemester geplante Semester vorgenommen hatten, denn tatsächlich auch ablegen konnten, ob sie so studieren konnten wie ursprünglich geplant. Und hier ist es so, dass tatsächlich die überwältigende Mehrheit der Studierenden das ursprünglich geplante Pensum ablegen konnte. Einige Studierenden konnten das Digitalsemester sogar für sich nutzen. Sie konnten also mehr machen als ursprünglich geplant, was möglicherweise auch darauf zurückzuführen ist, dass eben sonstige Überschneidungen nicht mehr zutage traten aufgrund von asynchronen Veranstaltungen. Gleichwohl hatten wir auch eine Studierendengruppe, die sagte, ich konnte nicht ganz so viel machen wie ursprünglich geplant. Das liegt möglicherweise auch daran, dass sich manche Formate in der Kürze der Zeit eben nicht digitalisieren ließen. Ich denke hier vor allem an Lehrveranstaltungen mit vielen praktischen Anteilen. Die Grundlage für ein erfolgreiches E-Learning ist natürlich die Infrastruktur, die zur Verfügung stehen muss, um überhaupt an einer Online-Vorlesung oder einem Online-Seminar teilzunehmen und auch das Know-how, diese Software-Systeme zu nutzen. Waren denn die Voraussetzungen bei unseren Studierenden gegeben oder gab es da Probleme? Und was mich auch interessieren würde, war es für die Studis überhaupt kein Problem, sich in die Dinge einzuarbeiten? Das heißt, war die Kompetenz vorhanden, die Digitalsysteme von Anfang an zu nutzen? Also wir hatten hier tatsächlich die Ausstattung bezüglich mehrerer Merkmale erfasst und können hier eine sehr positive Bilanz ziehen. Das heißt, die Studierenden hatten zu 99% Zugang zu der entsprechenden Hardware, die sie benötigt hatten. Und die FAU hat ja auch durch Leihlaptops beispielsweise hier noch Unterstützung geleistet. Bezüglich der
Kompetenzen oder Fähigkeiten zum digitalen Studieren sind die Ergebnisse ebenfalls sehr ermutigend. Das heißt, wir hatten bereits vor Semesterstart gefragt, wie hoch die Studierenden denn ihre Fähigkeiten einschätzen zum digitalen Studieren. Und da zeigten sich recht hohe Werte. Was wir allerdings sehen, dass es Studierendengruppen gibt, die sich hier unterscheiden. Und da möchte ich auf zwei Beispiele eingehen. Zum einen die Studierenden mit Kind. Die waren technisch zwar gleichwohl genauso gut ausgestattet wie Studierende ohne Kind, aber sie gaben doch zu einem beträchtlichen Anteil an Schwierigkeiten damit zu haben, überhaupt Zugang zu einem ruhigen Arbeitsplatz oder Lernplatz zu haben, was sicherlich der zu Semesterbeginn geltenden Situation mit Kitaschließungen und Schulschließungen geschuldet ist. Zum anderen sahen wir auch, dass es Unterschiede in Abhängigkeit der Studienerfahrung gibt. Das heißt, je länger die Studierenden schon studiert haben, beispielsweise auch die Masterstudierenden, für desto kompetenter hielten sie sich im Umgang mit digitalen Lernmedien. Und als letzten Punkt hierzu möchte ich noch nennen, wie sich das tatsächlich im Semesterverlauf dann entwickelt hat. Wir haben die Studierenden dreimal nach den selbst eingeschätzten Fähigkeiten zum digitalen Studieren befragt und sehen hier, dass, obwohl die Werte schon zu Semesterstart sehr hoch ausgeprägt waren, dass sich hier nochmal eine deutliche Steigerung zeigt im Semesterverlauf, und zwar über alle Fakultäten hinweg. Das heißt, das ist aus meiner Sicht ein ganz schöner positiver Nebeneffekt dieser Digitalisierung, die 2020 stattgefunden hat. Das klingt doch alles sehr erfreulich, ja. Und es scheint ja auch dann doch größtenteils sehr gut gelaufen zu sein. Sie hatten gerade schon angedeutet, dass einige Studis sogar Vorteile hatten durch die Digitalisierung, weil einige Lehrveranstaltungen asynchron angeboten wurden. Das heißt, man kann sie anschauen und an den Veranstaltungen teilnehmen, wann immer man Zeit hat. Und damit konnten auch Überschneidungen von Veranstaltungen ausgeschlossen werden. Wir haben auch andere Formate, wo eine Vorlesung einfach live ins Internet übertragen wurde und man quasi zu Hause an der Live-Vorlesung teilnehmen konnte. Und wir hatten Inverted Classroom-Konzepte und vieles andere implementiert. Welche Formate standen denn bei den Studierenden insgesamt am höchsten im Kurs? Kann man das sagen? Ja und nein. Also die Frage ist natürlich ganz klar mit dem Angebot auch verknüpft. Ich kann ja nur das nutzen, was auch angeboten wird. Dadurch, dass wir aber auch hier bereits vor Semesterbeginn gefragt haben, was kannten und nutzen die Studierenden bis dato, können wir einen schönen Vergleich ziehen im Sinne von, welche Formate haben denn tatsächlich in der Nutzung nochmal zugenommen im Vergleich zu vorigen Semestern oder wo war die Nutzung relativ stabil. Und da sehen wir, dass die klassischen asynchronen Formaten, also die Lehrveranstaltungsaufzeichnungen, die wurde davor schon von einigen oder der Mehrheit der Studierenden genutzt. Und das bleibt im Prinzip auch so. Also hier haben wir keine deutliche Steigerung zu verzeichnen. Anders sieht das dann tatsächlich bei Formaten aus, die einen stärkeren interaktiven Charakter haben oder die eben tatsächlich komplett synchron stattfinden. Hier sehen wir deutliche Unterschiede zu den Semestern davor. Das heißt, überall da, wo ich mit den Studierenden untereinander oder mit dem Dozierenden interagiere, das sind Lehrformate, die deutlich zugenommen haben. Wenn wir im Semester dann schauen, was für Lehrveranstaltungen, was ist sozusagen der Spitzenreiter, lässt sich das so klar gar nicht sagen, sondern wir haben dann einen wirklich sehr ausgewogenen Mix an verschiedenen Lehrveranstaltungsformaten oder Lernformaten, wie beispielsweise auch Lernmodulen, die auf Stuttern angeboten werden, asynchronen und synchronen Formaten. Sie haben auch die Interaktion mit den Studierenden angesprochen, zwischen Lehrenden und Studierenden und auch der Studierenden untereinander. Ich selber bin ja auch noch in der Lehre aktiv und habe in jedem Semester ein Seminar und das war im letzten Jahr oder im letzten Semester auch digital. Und was mir eben aufgefallen ist, dass viele meiner Studis ihre Webcam ausgeschaltet haben. Das heißt, man hat nur also nicht das Live-Bild gesehen, sondern immer nur die Kacheln. Und das ist natürlich für den Lehrenden jetzt auch nicht sehr schön. Was kann man denn tun? Wie kann man denn die Studierenden ermutigen, um ihre Webcam anzuschalten und hier so ein zumindest das Gefühl zu geben, dass man sich persönlich trifft und austauscht?
Bevor ich Ihre Frage beantworte, möchte ich zunächst einmal sagen, dass Ihr Eindruck da tatsächlich kein Einzeleindruck ist. Wir haben das zwar aus verschiedenen Gesprächen mit Dozierenden immer wieder so gehört und ich habe das in meinen eigenen Lehrveranstaltungen teilweise auch so erlebt. Unsere Studie konnte jetzt aber tatsächlich eben anhand von mehreren tausend Studierenden zeigen, ob das dann ein Massenphänomen ist oder eher selten auftritt. Und hier ist es tatsächlich so, dass 50% der Studierenden Angaben in synchronen Lehrveranstaltungsformaten, also genau in solchen Formaten, wo es gewünscht und auch von Vorteil ist, sich per Webcam zuzuschalten, die Webcam nie oder nur selten zu nutzen. Also die Hälfte der Studierenden scheint sich hier tatsächlich irgendwie in der digitalen, synchronen Lehrveranstaltungsformaten irgendwie auszuklinken. Wir haben dann untersucht, ob es bestimmte Barrieren gibt, die Studierenden daran hindern, das zu tun. Die gute Nachricht erstmals ist keine technische Barriere, also die Studierenden sind mit der entsprechenden Hardware und mit entsprechend Internet ausgestattet. Zusammenhänge mit der Webcam-Nutzung zeigen sich aber bei Aspekten bezüglich der Privatsphäre. Das heißt, die Studierenden, die sagen, ich möchte nicht so viel Einblick in mein häusliches Lernumfeld geben, sind diejenigen, die die Webcam auch tatsächlich seltener nutzen. Und ich denke, das lässt sich auch ganz gut nachvollziehen. Wenn ich ansonsten als Studentin in einen Seminarraum trete, bringe ich ja auch nicht meinen halben Hausstand mit, sondern komme da halt nur als Person. Und durch die Webcam-Zuschaltung gebe ich eben doch noch mal deutlich mehr von mir preis. Ähnliches zeigt sich auch bezüglich des Wohlbefindens. Studierende, die sagen, ich fühle mich da irgendwie unwohl, ich weiß nicht, wer guckt mich eigentlich da an, was passiert da genau mit der Technik, das sind auch diejenigen, die eher sagen, ich lasse die Webcam lieber gleich aus. Darüber hinaus zeigen sich aber auch Zusammenhänge mit Kursvariablen. Die Studierenden, die sagen, ich erlebe hier eine gute Gruppenkohäsion, das heißt, ich habe das Gefühl, der Kurs arbeitet gut zusammen, ich kann offen und transparent kommunizieren. Diejenigen sind eher bereit, die Webcam anzumachen. Und das, denke ich, sind dann auch die Stellschrauben, an denen Studierende und Dozierende gemeinsam arbeiten können. Das heißt, klar zu kommunizieren, transparent zu kommunizieren und zu versuchen, eine gute Atmosphäre herzustellen. Das ist ein interessanter Aspekt, die positive Atmosphäre. Denn ich habe mich immer gefragt, warum bei den vielen Online-Partys, die anfangs auch stattgefunden haben, ja, zu Beginn des Lockdowns, warum da die Kameras meist an sind, aber in den Vorlesungen meist aus. Und Sie haben mir gerade eine perfekte Erklärung dafür geliefert. Zu den Online-Partys. Unsere Beobachtung ist auch, dass das über die Zeit hinweg sich verschliffen hat, dass es immer weniger Sozialkontakte auch der Studierenden untereinander gegeben hat. Und diese Sozialkontakte, davon gehe ich aus, haben sicher auch Auswirkungen auf die Befindlichkeit der Studierenden. War das auch ein Aspekt, den Sie in Ihrer Studie genauer untersucht haben? Ja, wir haben tatsächlich zwei verschiedene Variablen bündeln untersucht. Zum einen die erlebte emotionale Einsamkeit der Studierenden und zum anderen das Stresserleben der Studierenden. Und hier zeigen sich ganz interessante und gegenläufige Befunde. Bezüglich der emotionalen Einsamkeit zeigt sich, dass diese im Semesterverlauf abnimmt. Und ich denke, zwei plausible Erklärungen hier können sein, dass zum einen die Kontaktbeschränkungen ja parallel dazu eben auch zurück gezogen wurden und weniger wurden, man sich wieder mehr treffen konnte. Und zum anderen, dass ja aber vielleicht auch eben gerade durch digitale Lehrveranstaltungen auch im digitalen Raum wieder mehr Kontaktmöglichkeiten da waren. Bezüglich des Stresserlebens ist es genau umgekehrt. Das hat zugenommen im Semesterverlauf. Zunächst einmal ist das für mich kein sehr verwunderlicher Befund und ein Befund, den wir auch in der Forschung vor Corona-Zeiten schon so sehen, nämlich dass eben mit der Prüfungsphase zum Semesterende hin die Belastungen steigen und empfundenen Anforderungen steigen. Was wir aber in unserer Studie sehen, dass diese Zunahme im Stresserleben bereits zur Semestermitte berichtet wird. Und das, denke ich, ist ein interessanter Befund, der sich entweder damit erklären lässt, dass diese Pandemiesituation, die ja dann doch schon eine Weile anhält, sich vielleicht irgendwie da doch kumuliert. Oder auf der anderen Seite, dass vielleicht doch die Anforderungen an das digitale Studium
als höher empfunden werden als die an die Präsenzlehre. Das heißt, dass die Studierenden vielleicht doch mehr investieren müssen, mehr Zeit benötigen und sich stärker gefordert fühlen in der digitalen Lehre als in der Präsenzlehre. Kann es sein, dass das Studium in der digitalen Welt intensiver betrieben wird von den Studierenden? Dass es gar nicht aufwendiger ist, die Vorlesung aufzuarbeiten, aber dass man sich mehr darüber im Klaren ist, dass man daran arbeiten muss? Das habe ich tatsächlich aus einzelnen Gesprächen mit Studierenden genauso rausgehört, die dann eben sagen, bei einer Vorlesungsaufzeichnung habe ich ja die Möglichkeit zu pausieren, nochmal zurückzuspulen und so weiter. Und das kostet natürlich mehr Zeit, als wenn ich im Hörsaal sitze und dem Dozenten oder der Dozentin zuhöre. Da gibt es ja auch nicht die Möglichkeit zurückzuspulen. Also ja, im Gespräch mit Studierenden ist das tatsächlich auch ein Eindruck, den ich habe, dass die Studierenden sich deutlich intensiver mit den Materialien auseinandersetzen. Eine Universität ist ja eine Begegnungsstätte. Das heißt, man trifft sich, man diskutiert, man tauscht sich aus, man lernt zusammen. Wir haben auch festgestellt, dass die Studierenden, wenn die Universität zu ist, sich dann irgendwo anders treffen und sich austauschen. Fürs Wintersemester haben wir entschieden, dass wir teilweise auch Präsenzveranstaltungen ermöglichen werden, insbesondere im Kontext der sogenannten Hybridveranstaltung, wo ein Teil gestreamt wird und von zu Hause digital teilgenommen werden kann und ein anderer Teil der Studis sitzt dann eben im Hörsaal und nimmt direkt an der Veranstaltung teil. Können Sie uns ein paar Tipps geben aus Ihren Erfahrungen heraus, was wir im Wintersemester besser machen können als im zurückliegenden Sommersemester? Also sowohl aus den Studienergebnissen als auch aus meinen persönlichen Erfahrungen als Dozentin würde ich zwei Aspekte fokussieren. Und zwar zum einen den Fokus zu legen auf Studierende, die eben weniger günstige Voraussetzungen fürs digitale Studieren haben. Das zeigte sich in unseren Studienergebnissen, dass das vor allem die Studierenden mit weniger Studienerfahrung sind. Und da haben wir ja jetzt im Wintersemester eine sehr große Gruppe an Studienanfängern. Ich denke, diesen Studierenden fehlt ja die ganze Erfahrung aus dem Sommersemester, die ist eben einfach nicht da. Und wir hatten ja gesehen, dass da schon ein Lerneffekt auch da war. Entsprechend denke ich, ist es wichtig, eben hier gerade mit Fokus auf diese Studierendengruppe ganz genau hinzuschauen, wie kann ich denn Lehrveranstaltungen gestalten, sodass ich möglichst niedrige Hemmschwellen habe, wo kann ich denn gut unterstützen, welche digitalen Möglichkeiten habe ich hier? Und das hängt direkt mit dem zweiten Punkt zusammen, nämlich den wir vorher ja auch schon bei der Webcam-Nutzung besprochen hatten, das heißt der Kommunikation und Interaktion. Gerade auch den Erstsemesterstudierenden fehlt ja hier so das klassische Ankommen auf dem Campus. Das heißt eben hier im digitalen Raum auch möglichst viel Gelegenheiten zur Kommunikation und Interaktion zu geben. Und es gibt hier ja auch seitens der FAU, also zentral organisiert, schon einige Maßnahmen, Video-Tutorials, Tipps zum digitalen Studieren und Ähnlichen. Und ich denke aber, dass auch jeder Dozierende selber da nochmal ganz genau in sich und seine Kursteilnehmer reinhören sollte, um zu gucken, wie finde ich denn da einen guten Mix, um das Studieren digital auch lohnenswert zu machen. Ihre Tipps greifen wir sehr gerne auf, liebe Frau Händel. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und bleiben Sie gesund. Vielen Dank.